Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den historischen Rom und wir sind wieder sehr gut in der Zeit. Es ist 99 vor Christus, wir haben es jetzt geschafft in Afrika zu landen und genau, also Afrika wurde eigentlich 6 Jahre davor angegriffen, beziehungsweise da wurde gelandet und ja, aber das ist jetzt in Ordnung, weil der nächste große Schritt wäre Alexandria 93 und da sind wir sehr gut dabei. Hier ist die eine, genau, hier ist Legion 3 und Legion 1 wird jetzt Markomandes dann angreifen. Genau, dafür mussten wir halt Makedonien wieder angreifen, aber ja, zu dem Zeitpunkt war Makedonien eh vernichtet. So, der bekommt nichts, der ist nicht von mir. Genau. Ja, heute habe ich, heute ist mein Meisterstück angefangen worden, wie auch immer. Also heute ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Heute, genau, fing die Arbeit quasi am Meisterstück an. Und ja, jetzt produziere ich nochmal ein bisschen vor, damit ich die ganzen Prüfungen, die während der Arbeit am Meisterstück sind, total kacke. Aber es ist halt jetzt so, dass ich da schön lernen kann. Also es kann wirklich sein, dass während, also die nächsten 3 Wochen immer mal wieder was ausfällt. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Aber ich glaube schon. So. Ich meine, ausfallen ist hier in diesem Kanal nicht so selten, leider, muss ich zugeben. Aber es ist halt, ja, das letzte Jahr beim Meister und da muss man halt schauen, wie man die Arbeit, die Fortbildung und das Let's Play unter ein Dach und Fach bekommt. So, aber ganz ehrlich, Rom sieht jetzt super aus. Also hier im Norden müssen wir jetzt erstmal die nächsten 50 Jahre nicht mehr hin. Erst 55. Okay, dann wird es schnell. Warte, ich mach mal weiter so lange. Genau, weil 55 bis 48 wurde Gallien unterworfen. Und dann 51 kam schon die Landung in Britannien. Das geht dann ein bisschen schnell. Also innerhalb von 4 Jahren, also brauche ich da oben wahrscheinlich, ja. Also nach Britannien würde ich mit nur einer Legion gehen. Die hatten zwar damals, ich glaube, 4 Legionen oben. Die legendäre 9., die 22., die 11. und noch eine. Also die 9. wurde ja vernichtet und wurde quasi aus allen, also wurde komplett, ja, aus allen Register und aus allen, Triumph ist immer gut, aus allen Büchern und Akten gestrichen, damit man nicht herausfindet, dass die Barbaren oben im Norden eine komplette Legion vernichtet haben. Aber das war zum Beispiel die Boudica. Boudica heißt die von den Ikenern. Und die Ikener sind zufälligerweise. Ach, sieh mal eine an. Aha. Also Boudica hat eine britannische Konföderation gegründet. Ja, das macht das Ganze natürlich schwerer, aber umso interessanter. Gut, weil, ja,
Es ist historisch korrekt. So, dann greifen wir hier mal an. Das machen wir automatisch, weil. Nee. Gut, also die Nordinsel gehört uns. Einen Tempel haben wir hier schon. Genau, da machen wir mal Einfluss. Hier machen wir nochmal. Ja, machen wir mal Fischi. Machen wir auch Fischi. Hier machen wir öffentliche Ordnung. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ja. Gut, danach. Ah, hier unten ist er noch. Ist nochmal Karthago. Wo gehst du eigentlich hin? Eigentlich müsste der Richtung hier hin, aber da waren sie nicht. Ja, das ist nur ein Pferd. Okay. Dann werde ich das hier jetzt mal so machen. Also Jarama und Dimidi. Soll ich die lassen? Weil, also, wenn ich die erober, dann ist es halt nicht historisch, ne? Also, Rom war nur an der Küste und hatte ganz Ägypten. Weil, also hier haben die Pferde herbekommen. Hier haben, also Ägypten war die Brotbackmaschine quasi für ganz Rom. Und da sind auch öfters mal Hungersnöte ausgebrochen, als Rom nicht mehr, also als die Getreideflotten ja, untergegangen sind oder zerstört worden sind. Das war dann immer nicht ganz so toll. So, hier gehen wir wann weiter? Warte mal. Schlaues Zettelchen. Okay, also zuerst kommt, also 93 kommt Alexandria. Da können wir jetzt eigentlich ja schon mal uns in Position bringen. Ja. Alexandria, danach 72 kommt Türkei, beziehungsweise Asien. Danach, genau, also 72 Türkei, also mit hier unten. Und 65 Asien, Syrien und Sarmatien-Landung. Und das ist also hier, wird dann nochmal, wenn wir da hingehen, 65, da werden auch einige interessante historische Sachen kommen, weil die. Warte. Nochmal Karte zeigen. Die sind hier, glaube ich, nicht so groß. Also Baktrien und wieso sind Chimäre da unten? Das ist ja mal interessant. Kusch ist ja wie immer ziemlich groß. Pergamon ist auch relativ groß, aber die haben wir jetzt ein bisschen zurückgedrängt. Chimäre sind von da oben bis hier unten. Naja, auf jeden Fall, die Römer hatten hier ja, ja gegen die Seleukiden und die Baktrier hatten die extreme Schwierigkeiten. Und mit noch einem Reich, aber das sage ich euch nächstes Mal, das habe ich nämlich vergessen. Und da kam die größte römische Niederlage gegen einen Feind, und zwar waren das, glaube ich, drei Legionen, die vernichtet wurde, weil eben der General so ein Vollpfosten war. Und weil die Gegner hatten ja, 70%, 80% Fernkampfkavallerie. Also, und naja, sind halt immer rein oder in die Nähe von den, ups, in die Nähe von den Truppen. Haben geschossen und sind sofort wieder weg. Und es hat dann etwas länger gedauert, bis die Römer durch einen neuen General ja endlich gecheckt haben,
wie sie dagegen antreten können. So, ich glaube, den habe ich ausgehoben wegen der keltischen Konföderation. Ja. Gut. Also hier brauche ich dann. Warte mal, warte mal, warte mal. Also hier habe ich die siebte, die zweite. Habe ich eigentlich schon eine neunte? Warte, müsste ich eigentlich schon, oder? Die achte? Die neunte habe ich gar nicht. Okay, dann würde ich sagen, für unseren Britannienfeldzug bauen wir uns die neunte Legion. So. Ach, das ist unser Dude. Warte mal, nee. Du kommst da rein. Vermächtnis. Na, okay, da. Die haben alle Rang 1, aber die Frage ist, wer war am höchsten im Rang 1? Makedonier, Antiqua. Was machen wir hier? Und natürlich Kavallerist. Legion 9. Öffentliche Ding. Listbonus, ja. Gut. Chance auf Kinder. Hast du eine Ehefrau? Du hast keine Ehefrau. Aber trotzdem, das können wir dir ja dann geben. Eine Ehefrau. Und du hast. Boah, das ist super. Du bist aber schon 48. Okay. Dann werden wir dir mal. Keine Prätorianer, oder warte mal. Warte, warte, warte. Wer bist du denn? Du bist. Wer bist du denn? Ah, das ist nicht unser. Ah, das ist einer von den Junioren. Ja, das ist der da. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Okay. Ja, den ersetze ich dann. Okay. Dann bekommst du aber trotzdem Einheiten. Auxiliar bekommst du. Legionärskavallerie. Prätorianer bekommst du nicht. Adlerkohorte einmal. Fünf von denen. Das sind jetzt sechs. Gepanzerten, dann eine Evocati, warte, sind vier. Und warte, Nahkampfwaffe sind die natürlich besser, aber die sind in Angriff besser. So, und dann vier. Abilities. So. Ich könnte auch mal Kriegshunde machen, weil die habe ich hier noch nicht gezeigt. Ich bin nicht so der Fan von Kriegshunden, ehrlich gesagt, weil die sind zwar übelst heftig gegen 3 Runden. Gegen ja, leichte Infanterie. Aber ja, wenn die Hunde tot sind, dann ist es genauso wie mit. Genauso wie mit Fernkämpfer ohne Waffen. Beziehungsweise ohne Munition. So. Agent Provinz unter Kontrolle. Siedlung erobert. Fraktion angetroffen. Dann schauen wir mal. Bäuer mögen uns nicht, ist ja klar. Die mögen uns auch nicht. Die mögen uns so, naja, Geten, das geht. Makedonien hasst uns. Ist mir egal. Massilia ist so lala. Ich werde mir eure Rede geduldig anhören.
Überbringt mir besser eine lohnenswerte. Ja, okay, dann eben nicht. Ja, mögen uns alle nicht. Aber das ist in Ordnung. Warte, ich muss mal schauen, ob ich noch Agenten machen kann. Oh, aha, aha, aha. Sehr interessant. Welcher hat denn keinen? Also Legion 1, Legion 4, Legion 2 gehört mir nicht. Legion 7, doch, Legion 2 gehört mir. Und, die Legion 2 ist schon Level 6. Dann würde ich sagen, bekommt der auf jeden Fall einen Agenten. Warte, Adler, Elwaken, ja. Gut, So, hier, was kannst du? Chance auf Verwundung feindlicher Agenten ist immer super. Rekrutierungskosten für Belagerungseinheiten brauche ich nicht. Belagerung brauche ich nicht. Wohlstand durch Abenteuer, öffentliche Ordnung, Erfolg. Dann mache ich den da und bilde den dann später zu einem Ausbilder aus, wie immer. Legion 1 bekommt was. Oh, eine Tradition, das ist gut. Moral bei Hinterhaltsgefechten. Angriffsbonus. Moral bei... Ja, nee, Das ist halt, also das mit den Moral gegen plündernde Armee ist halt so speziell und das wird nie funktionieren, weil die dann immer fliehen. Es sei denn, sie haben halt mehr eine größere Schlagkraft. Aber Angriffsbonus für alle Einheiten ist halt legendary. Gut. Dann ja, weiter. Es wurde genug Blut vergossen. Leider nicht. Ich muss Alexandria eingreifen oder erobern. Tut mir leid. Wenn ich Alexandria habe, können wir wieder Frieden machen. Weil da unten will ich eigentlich nicht hin, weil, wie gesagt, ist historisch unkorrekt. Gold ist ein Geschenk. Deren Angebot 6700, das passiert nicht immer, aber nee, leider nicht. Ich muss das alles hier erobern. Tut mir leid. Ach, und jetzt lässt du das. Hättet ihr nicht etwas Gold für mein. Nö. Was ist das? Was ist das denn? Das kann ich automatisch machen. Knapper Sieg. Wieso knapper Sieg? Also, ja. Aber es ist nur eine alte Garnisonsarmee. Also, ich würde bei sowas einfach, ja, einbunkern. Fertig. Und der hat nicht genügend Einheiten, um mich anzunehmen. Was hat er sich dabei gedacht? Ja, da ist eine Armee, die plündert. Wie war das gerade mit Plündern? Dieser sinnlose Krieg könnte heute schon enden. Ja, aber wer war das noch, der die ganze Zeit wieder Krieg angefangen hat? Oder warst es du? Ein gegnerischer Streiter hat Soldaten, die eine Siedlung bewacht haben, getötet. Sabotiert. Hat wichtige Informationen. Und der hat auch wichtige Informationen. Mission fehlgeschlagen. Was wäre das gewesen? Rekrutierung. Ah, okay. Aber ja, mei. Muss ja auch nicht, ne? Gut, Ermutig, Baubericht, bla 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 blub. So. Dann schauen wir mal darüber. An sich könnte ich da jetzt easy reinspazieren, aber das darf ich erst. 72. Dann würde ich mal die beiden auflösen.
Und dafür nichts rekrutieren, weil hier nichts zum Rekrutieren ist. Dann würde ich hier mal. Warte mal, was braucht er denn? Also, Fernkampf hat er mehr als genug. Er braucht Verteidigung, also braucht er diese da, gepanzerte. Ach, das ist mein Kaiser. Ach, deswegen hat er Prätorianer. Mhm. Sehr schön. Dann gibst du mal deine Prätorianer ab. Nein, sparen. Sorry. Dann gibst du mal deine, deine beiden Gepanzerten ab. Und gehst dann wieder zurück. Und dann nächste Runde gehst du dann nach da und holst dir neue. So, das ist doch schon mal gut. Ja, auch. Hier, nee, brauchen wir nicht. Hier, minus 8. Essen ist immer gut. So. Ah, genau. Warte, was baue ich da? Schrein der Minerva. Da einfach ein Ding. Dann machen wir hier sowas und dann machen wir den weg. Und machen. So was. Für Wohlstand. Gut, hier können wir wieder lateinischer Einfluss machen. Minus 4 Nahrung. Nochmal minus 4 Nahrung. Minus. Nochmal minus Nahrung. Dann machen wir den zum Essen. Gut, hier machen wir. Auch nochmal essen. Hier machen wir öffentliche Ordnung. Ja, hier das da. Und dann sind wir durch. So. 97. Noch 4 Jahre. Und du hörst mal hier auf. Du gehst mal hier rein. Militärausbildung. Vielen Dank. Du fängst mal hier an. Du gehst jetzt mal auch hier in Nemorsos. Ja, ist mir wurscht. Die muss ich ja dann eh nochmal angreifen. Gut. Ihr sollt mal Kinder machen hier. Ah, genau. Hier, der da ist, muss weg. Und der da muss hin. Genau. Kinder, Kinder, Kinder ist das Schönste, was es gibt. So. Wo sind hier Prozente auf Kinder? Und kritischer Schaden an Verhütungsmittel? Gibt's nicht. Schade. Das ist sehr, sehr schade. Die ist 56, ja, die bekommt keine Kinder mehr. Aber die. Ja. Der bekommt eigentlich auch keine Kinder mehr. Ja, der kann dann Kinder bekommen, aber sie nicht mehr. Naja, okay, lassen wir das mal. Gut, dann weiter geht's. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal an, was hier noch alles getrieben wird. Und dann machen wir Schluss für heute. Und dann nehme ich noch eine Folge auf und dann noch ein bisschen Makedonien. Athene gibt uns und dann nö. Und dann Arno noch ein bisschen. Genau. Und nach dem Meister, also der Meister ist im Juli fertig, werde ich dann mit Sarah und mit. Nur die größten wagen es, mit ihren warte, Feinden mit denen haben wir, glaube ich. Mit Schwachen wollen den Tod aller. Mit denen können wir eigentlich Frieden schließen, weil wir gehen nur hier hoch, glaube ich. Oder gehen wir. Nee, wir gehen, glaube ich, bis zur. Zur Nordsee hoch. Warte mal. Ja, 12. Warte, was? Okay.
Okay, da bin ich, glaube ich, ein bisschen. Doch, 12 vor Christus. Germanien hier. Bis zur Nordsee. Also wahrscheinlich dann hier so. Sind die nicht bis zum Rhein vorgestoßen? Doch. Da muss ich nochmal schauen. Aber dich da, dich habe ich, glaube ich, oder haben die Römer nicht angegriffen? Ja, warte, mal schauen. Also, zahlst du? 2.000, 4.000. Okay, ja. Na gut. Klientel konnte nicht tun, muss ich annehmen. Das muss ich annehmen. Weil, also, selbst wenn ich den erobern hätte müssen, das wäre jetzt nicht so wichtig gewesen. Ein Kind ist geboren, yay! Reiter sammeln oder Kavallerieausbildung. Erfahrungsränge. Mission erfolgreich. Schatzkammer 24.000. Unterwerfe 20 verschiedene. Unterhalte mindestens 120 Einheiten. 38.000 bekomme ich dafür. Jetzt habe ich ja über 400.000. Geil. Gut. Also. Dann würde ich mal schauen. Ah, warte. Dann würde ich mal schauen, dass ich die jetzt auflöse. Und nochmal baue. So. Gut. Bla bla bla. Wieso kann ich die jetzt eigentlich befördern? Waffe Stufe 3. Rüstung Stufe 3. Das ist halt schon ein bisschen OP jetzt. Den brauche ich hier jetzt ja auch nicht mehr. Den brauche ich ja jetzt hier auch nicht mehr. Der könnte eigentlich mit nach Osten gehen. Nach Osten. So, kannst du hier jetzt die bauen? Ja, natürlich. Gepanzerte Legionäre, volle Kanne. So, du schaust mal, was. Du könntest eigentlich hier Attentat, oder? Mal ein bisschen Übung. Sehr schön. Du wirst auch 7.000. Warte, dann schnippen wir mal durch. Der bekommt auch. Und wie immer habe ich nämlich jetzt vergessen, dass ich jetzt eigentlich Schluss machen will. Und zwar vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und ja, habt einen tollen Tag und bis dann. Ciao. See ya. Sie müssen bestraft werden!